Mit Eurosport bei dem größten Wagenrennen seit Ben Hur, die 66. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans. Am kommenden Wochenende, morgen Samstag und Sonntag, sind wir live dabei. Und nun heute hier die Vorschau mit den rasenden Reportern Manfred Jahnke und Stefan Heinrich. Manfred, die Bezeichnung größtes Wagenrennen seit Ben Hur ist nicht ganz übertrieben, denn so viele Hersteller wie in diesem Jahr hatten wir schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Nein, Le Mans ist zurück nach ein paar schwächeren Jahren. Ich kann mich nicht erinnern an einen Aufmarsch so vieler Klassehersteller aus aller Welt, aus Asien, Nordamerika und die Elite aus Europa. Also das Rennen, das hier auf uns zukommt, glaube ich, das birgt jede Menge Spannung und Dramatik. Nissan, Toyota, die kleinen Hersteller Panos, Chrysler mit den ja schon in der FIA GT2-Klasse überlegenen Viper gegen die Armada der GT2 Porsche und natürlich im Kampf um den Gesamtsieg die Le Mans Prototypen, die offenen Sportwagen, unter anderem präsentiert von Jöst Porsche und von BMW gegen die GT1 von Porsche und Mercedes und die Porsche AG-Mannschaft angeführt von Alan McNish. Im letzten Jahr hatten sie ja Pech mit ihren GT1, führten sie Manfred, aber kurz vor Schluss gab es unter anderem ein Feuer, hat sie also aus der Entscheidung rausgerissen und deswegen gewann am Ende der offene Sportprototyp von Reinhold Jöst. Für Jöst ja bisher 4 Siege in den letzten Jahren. McNish war beim Pre-Qualifying der Schnellste. Ich glaube, der ACO, der veranstaltende Club, hat es ganz gut geschafft, die GTs, die geschlossenen Grand Turismo Autos und die offenen Sportprototypen auf ein etwa gleiches Niveau zu bringen. Das ist eine technisch schwierige Aufgabe, aber der ACO hat viel Erfahrung darin. In der Qualifikation sieht es noch so aus, als hätten die GT1 einen größeren Vorteil vor den Prototypen. Aber ich glaube, über die 24-Stunden-Distanz kann sich das relativieren. Also wenn jemand das schafft, die Wagen gleichmäßig einzustufen, dann ist es eben der Automobilclub del West mit seiner ganzen 24-Stunden-Erfahrung. Michele Arboretto, ein Oldie but Goodie, der graue Bär, nicht graue Panther Racing, Manfred. Aber er im letzten Jahr ja unter anderem auch in der erfolgreichen Equipe von Jöst und wurde von Reinhold Jöst auch wieder für dieses Jahr verpflichtet. In den Jahren 96 und 97 hat Jöst also den Werksteam ein Schnippchen geschlagen und nun werden ja seine Autos unter dem Porsche Werksbanner eingesetzt. Hauptgegner wohl BMW, auch wenn sie von den Vorqualifikationszeiten ein bisschen hinterhergegangen sind. Tom Christen ist im letzten Jahr noch in der Siegermannschaft von Jöst, nun zu den Münchnern gewechselt. Und zwei V12-Autos sind in diesem Jahr dabei, eingesetzt von dem Raffaelli Ex-Bigazzi-Team und die Autos gebaut von Williams. Ja, der BMW ist ganz speziell für das Rennen hier entwickelt und gebaut worden. Es ist ein Generalangriff von BMW, nachdem man im letzten Jahr mit den GT1-Autos nicht konkurrenzfähig war, soll es nun dieser offene Sportprototyp schaffen mit dem Routinier Hans Stuck, den wir sahen, und dem Vorjahressieger Tom Christensen als Speerspitzen. Mercedes hat sich kurzfristig doch entschlossen, dabei zu sein mit zwei der V8-Autos, also nicht den V12, die normalerweise in der FIA GT Weltmeisterschaft in Oschersleben in Silverstone bisher eingesetzt wurden. Und Jürgen Matta ist sehr erfahrener AMG-Teammanager, der weiß genau, warum sie nach den Erfolgen 52 und 89 damals mit Sauber nun wieder zurückgekommen sind. Und im Training haben sie ihre Klasse ja bereits bewiesen. Ja, also eine sensationelle Qualifikationsrunde von GT-Weltmeister Bernd Schneider. Pole Position für dieses Auto, hinter dem doch einige Fragezeichen stehen. Ein Auto, das in der Tat noch kein Rennen gefahren hat. Es wurde nur intensiv für Le Mans vorbereitet, wird hier sein Debüt geben, aber dass es schnell ist, das wissen wir schon nach der Qualifikation. Ob es hält und hier siegen kann, wissen wir dann am Sonntagnachmittag. Jean-Marc Gounon und Christophe Bouchy, also im zweiten Auto, der Altmeister Klaus Ludwig hatte die Chance erneut zu gewinnen, eher im Schneider-Auto mit Marc Webber, Ricardo Sonta, der sechste Mercedes-Werksfahrer. Ja, und schon bei der Abnahme, Manfred, auf dem Platz der Jakobiner, traditionsgemäß im Zentrum der Stadt, gab es viel Geheimnistuerei. Da wurden schnell über die Autos Decken gestülpt und vier der Mechaniker bildeten eine Rückenwand gegenüber den Fernsehkameras. Ein paar Aufnahmen konnten wir trotzdem machen. Dass das Toyota-Team und Manfred, die Wagen eingesetzt und gebaut vom Toyota-Team Europa aus Köln, die haben sehr große Hoffnungen. Nummer 1-Fahrer Martin Brundle, im letzten Jahr noch für Nissan hier an der Lussard am Start. Ja, der Toyota, das
extremste GT-Auto hier, das an einen Gruppe C-Sportwagen vergangener Tage erinnert, hat bei seinem ersten Auftauchen die Konkurrenz sehr geschockt. Aber in der Qualifikation hat man gesehen, es passt auch in die Konkurrenz. Es ist kein Überauto, auch für Toyota hängen die Trauben so hoch wie für alle anderen. Thierry Boutsen, auch er hat über den Winter gewechselt, ähnlich wie Brundle, auch er nun für Toyota unterwegs, der schnelle Belgier. Ja, die Frage ist, ob sie genügend Rennsimulationen gemacht haben. Und Manfred, man kann ja in Le Mans vorher nicht testen. Teile der Strecke sind ja die Route National nach Tour. Und trotz der Versuche in Le Castellet ähnliche Streckenbedingungen etwa zu konstruieren, wird man die endgültige Antwort über die Zuverlässigkeit unter anderem der Toyota wohl wirklich erst am kommenden Samstag, Sonntag im Rennen selbst erfahren. In jedem Falle, man kann sich zu Tode testen. Keine Simulation ersetzt wirklich das Rennen, schon gar nicht auf einer superschnellen Strecke, wie es eben Le Mans ist. Nissan im letzten Jahr schon eingesetzt von Top Walkinshaw Racing, hat einen riesen Presserummel 97 gemacht. Am Ende stand man mit langen Gesichtern da. Es gab kaum Erfolg. Dafür hat man in den letzten 12 Monaten seit der Niederlage 97 nun intensivst gearbeitet. Und nicht wenige Experten, Manfred, halten ja die R390 GT1 für absolut siegverdächtig. Der Nissan wird immer wieder genannt, wenn es um die Favoriten für dieses Rennen geht. Er gilt doch als optimal vorbereitetes Auto. Wie du sagst, im letzten Jahr Lehrgeld gezahlt. Jetzt fleißig gearbeitet und es ist ein wirklich durchentwickeltes, erprobtes Auto mit einer Mannschaft, die mir doch etwas zusammengewürfelt scheint, aber wir werden sehen. Ja, Lagrange, der vom Ex-Formel 3000-Fahrer, zusammen mit Michael Krumm aus Reutlingen, mit John Nielsen, schnellster der Nissan, die von der Ultimate Speed and Speed im Qualifying nicht ganz vorne dabei waren. Das gilt auch für die Panos, aber beide Teams haben sich relativ früh schon auf die Abstimmung fürs Rennen konzentriert. Und dort im Rennen über die 24 Stunden wird es ja vor allem darauf ankommen, wie der Verbrauch aussehen wird, wie viele Runden man am Stück fahren kann zwischen den einzelnen Boxenstopps und wie natürlich vor allem auch der Reifenverschleiß gehandhabt wird. Das ist eine der ganz spannenden Fragen, auf die es nach dem Qualifying noch keine Antwort gibt. Wie sieht es mit dem Verbrauch aus? Wie viele Runden schafft ein Auto mit einem Tank? Und der Panos aus Amerika gilt da als etwas durstig, aber wir werden sehen, wie es dann am Wochenende geht. Panos mit David Brabham, wie wir gerade gesehen haben, im Moment auf Platz 11. David Brabham, Andy Wallace, der ja schon 24-Stunden-Siege erzielt hat hier in Le Mans mit Jaguar und auch bei den 24 Stunden von Daytona auch schon die 12 Stunden von Sebring gewann. Einer der erfahrensten der Engländer und dabei auch Jamie Davis. Nach Jean-Paul Driot, dem Boss von Dams, nun zur Chrysler-Mannschaft und bei den ersten beiden GT-Läufen in diesem Jahr in Oschersleben, Silverstone, waren die Viper, die V10 Viper, die Werksautos nicht zu schlagen. Die haben wirklich beeindruckende Geschwindigkeiten hingelegt und so war hier auch im Training. Es sind die überlegenen GT2-Autos dieser Saison. Das Auto ist sehr reif geworden. Es wurde auch technisch verfeinert von dieser Truppe hier, von Eureka. Auch hier für den Chrysler gilt, ich glaube, für die amerikanischen Herausforderer Sparsamkeit und Benzinverbrauch ist nicht gerade ihre Stärke. Hüchte Schonack, verantwortlich für die Entwicklung und die Einsätze nun dieser ultraschnellen Viper. Die drei Werkswagen auf den ersten vier Plätzen in der GT2-Klasse, der schnellste Olivier Beretta zusammen mit Pedro Lamy, dem ehemaligen deutschen Formel-3-Champion aus Portugal und Tommy Archer aus den USA, auf Startposition 30. Das heißt aber nicht viel, denn sie sind unter die magische 4-Minuten-Mauer gekommen. Das war das Hauptziel im Zenit. 3 Minuten 59,981, ein Schnitt von 204 Kilometern pro Stunde für ein GT2-Auto, ordentlich schnell. Tja, Yves Courage, auch er wieder eigentlich nicht wegzudenken bei den 24 Stunden. Manfred seit Urzeiten immer wieder dabei, teilweise mit Porsche-Motoren, teilweise mit Nissan-Aggregaten, aber er kommt immer wieder mit seinen eigenen Konstruktionen. Ja, hier ist Yves Courage wirklich ein Stück Le Mans-Geschichte. Er hat Jahre auf Porsche-Triebwerke vertraut und probiert es in diesem Jahr mit zwei Wagen mit Nissan-Motoren. Mal sehen, ob ihm dieser Wechsel mehr Glück bringt. Das Team hat sehr, sehr viel Erfahrung, aber es gehört doch zu den Teams, die auch mit einem schmaleren Budget operieren als die großen Werke. Auch Ferrari wieder dabei nach den Siegen in diesem Jahr bei den 24 Stunden von Daytona, das Rennen zu sehen auf Eurosport, und bei den 12 Stunden von Sebring durch Gianpiero Moretti, nun der italienische Businessman, der Chef von Momo, dem Ersatzteil, der nun wieder auch dabei ist, er doch nach Le Mans gekommen, obwohl er eigentlich den Helm schon an den Nagel hängen wollte. Trotzdem, Manfred, also die Ferrari auch in diesem Jahr vertreten. Moretti fährt mit Didier Theis und Mauro Baldi.
Eine Freude, die roten Autos zu sehen, vor allen Dingen auch zu hören, dieser filigrane Zwölfzylinder, wie er singt. Das Auto ist in die Jahre gekommen, aber auf jeden Fall eine Bereicherung für dieses Feld. Ja, ebenfalls mit einem Ferrari 333 SP unterwegs, Jean-Christophe Billon. Er fährt für das Jabouille-Bourèche-Team, das ja momentan in der International Sportwagen Rennserie antritt, in der Rennserie von John Mangoletti. Exotische Paarung, die Riley und Scott-Fahrer zusammen mit Philipp Gasch, nämlich zwei Ex-Motorrad-Champions, Didier de Radiges und Wayne Gardner, 87, 500 Kubikzentimeter Weltmeister. Ein bisschen Respekt scheint er wirklich zu haben, der Mann aus Down Under, wer man eine 500er der Werksmaschine Manfred am Limit besorgt, gefahren hat, gedriftet hat, der wird, glaube ich, dem wird so schnell nicht bange, aber er sagt, auf diesen Geraden hier, auf dieser Strecke so schnell zu fahren, ist erstaunlich. Er hat sich aber langsam rangetastet und Rennerfahrung hat er ja aus der australischen V8 Tourenwagen-Rennserie aus den Holden Commodore. Ja, auch die McLaren fehlen nicht. 95 haben sie gewonnen, damals eine große Überraschung mit dem BMW-Motor, aber inzwischen sind sie doch ein bisschen in die Jahre gekommen und Michael Caine, der Teammanager von GTC, weiß das auch. Die Entwicklung im Rennsport geht unglaublich schnell und es hat wirklich nur 2 Jahre gedauert, da war der McLaren nicht mehr konkurrenzfähig. Immer noch ein bildschönes Auto mit dem wunderbar singenden BMW V12, der übrigens für die neuen Werksprototypen erheblich überarbeitet wurde. Das Triebwerk ist also keinesfalls identisch mit dem Motor, der hier im GT1 McLaren steckt. Zum nächsten Courage-Auto C36 von der La Filière 11 Rennfahrerschule und deren Direktor fährt auch wieder selbst Henri Pescarolo, auch eher eine lebende Legende, der 32. Manfred Le Mans Start, der 66. Ausgabe. Er ist in der Tat ein Stück Geschichte und immer wieder auch gut für Platzierung unter den besten 7-8. Es ist wirklich erstaunlich, dass man so lange solche Rennen fahren kann, aber wenn man Henri anschaut, er sieht ein bisschen alt aus im Gesicht, aber er ist immer noch fit, er ist ein schlanker Mann und es brennt auch in ihm noch, er fährt immer noch gerne in Le Mans und er sagt, besonders gerne fährt er mit den jungen Zöglingen seiner Rennfahrerschule, das macht ihm viel Spaß. Ja, mit dabei bei ihm in seiner Truppe, also einer der aufsteigenden Fahrer aus der El Filière, ist ja schon mal mit Emmanuel Collard gefahren und mit anderen Piloten. So wird das also in diesem Jahr wieder fortsetzen. Aktive Lernhilfe, wenn man so will. So geht die GT2-Klasse, kommen wir gleich hier auf Eurosport. Bleiben Sie dran. Liebe Zuschauer, berichtet aus Le Mans von den Vortests, der Vorqualifikation und am Ende dem Rennen um die Startaufstellung. Und heute Freitagabend, wir berichten momentan diese Sendung, obwohl zusammengeschnitten live und momentan fängt es an zu schütten wie aus Kübeln hier. Wir sitzen gegenüber der Start-Zielgeraden. Also die Bilder sind nicht mehr ganz so aktuell. Wir hoffen aber am Samstag, Sonntag und die Wettervorhersage lässt ganz Gutes hoffen, dass es trocken bleibt. Und ich glaube, das ist die Hoffnung der meisten Fahrer. Beginnen also der Qualifikationssitzung um die Startaufstellung. Jeder bemüht, eine optimale Runde zu kriegen. Wobei, wie üblich, eigentlich Manfred in der Abendsitzung bei relativ niedrigen Temperaturen, kühlerer Luft, meistens die besten Zeiten gefahren werden. Auf jeden Fall, es war tagsüber hier sehr warm, das war für die Topzeiten nicht so gut. Die besten Zeiten wurden erzielt, als es abgekühlt war, aber noch genügend Tageslicht herrschte, um perfekt zu sehen. Und da wurden dann auch die besten Zeiten gefahren. Da haben wir den 98er GT-Werks Porsche, Jörg Miller, zu diesem Zeitpunkt auf der dritten Position. Und auch hier wird ein bisschen Taktik gespielt, ähnlich wie bei Toyota. Nummer 1-Fahrer Martin Brundle, der auch, wenn man so will, neben seinen Fahrerverpflichtungen hier in Le Mans ein Fernsehkollege ist, nämlich bei ITV, ein hervorragender Formel 1-Kommentator, ist ähnlich wie früher John Watson. Eric Ellery, ein Allrounder, im Tourenwagen schnell, in dem Formelsport schnell, in Indianapolis auch schon gefahren und auch bei den Sportwagen, bei den GTs und den Sportprototypen. Er sagt, der Toyota ist wirklich gut ausbalanciert. Martin wird die Qualifikationszeiten fahren. Er hat die größte Erfahrung in Le Mans. Vor 10 Jahren ist der Ex-Formel 1-Fahrer Brundle zum ersten Mal gefahren. Hat ja auch schon gewonnen mit Jaguar. Martin Brundle ist der Captain dieses Toyota-Teams. Er hat auch von Anbeginn einen Vertrag unterschrieben, in dem gewisse Mitspracherecht in der Entwicklung zusichert. Diese Aufgabe will er heute haben. Und wie gesagt, er war es dann auch, der hier die Qualifikation fuhr.
Die Frage wird ja sein, gehen einige Teams das Risiko ein, Qualifikationsmotoren zu verwenden oder konzentrieren sich die Equipen früh schon darauf, eigentlich die Rennabstimmung zu finden, wirklich Long Runs zu machen und den Verbrauch, den Bremsen, den Reifenverschleiß zu ermitteln? Man cherche à rendre une voiture agréable à conduire, facile à conduire pour une course de 24 heures et qui sont en même temps rapides. Donc pour le moment, on ne s'occupe pas trop de ce que font les concurrents, on s'occupe de nous. On suit notre petit train-train et puis on verra quand il fera un petit peu plus frais tout à l'heure ce qu'on peut faire. Si on peut faire la pole, on la fera. Mais on n'est pas à la recherche absolument parce qu'on vient pour faire 24 heures, pas un exploit aux essais. The engine stopped, but I don't know what happened, so we just have to sort this out now. But the car's all right, it's just probably something electronic, I don't know. Confident for the race? Qualifying is one thing, but the race, I think we've got a good racing car that will be consistent over 24 hours. It's always going to be difficult this year with Nissan and Toyota. Alan McNish, der 26, ist nicht drauf aus der Highlander, aus den Lowlands in Schottland. Er ist nicht drauf aus auf die Pole Position. Momentan nur Platz 7 für ihn, aber auch er in Le Mans inzwischen sehr aktiv. Obviously pre-qualifying some weeks ago was already a good indication for us. At the moment we are not so much concerned with our grid position, so we're really working on a comfortable race setup. And so far so good, we're pretty pleased. I'm confident that we've done all we could possibly do. And now we just have to wait and see, give it all we've got, and we'll see how much that, how far that brings us. Okay.
die BMW, die haben in den ersten Trainingssitzungen ganz gut ausgesehen, aber uns war eigentlich klar, Manfred, wie auch vielen anderen Experten, dass die natürlich bei keinem Renneinsatz vorher, vor den 24 Stunden von Le Mans, doch eine Menge kleine Kinderkrankheiten haben werden. Das ist gar nicht auszuschließen. Williams, die sich zum ersten Mal mit dem Bau eines offenen Sportprototypen versuchen, die sind natürlich nicht die absoluten Experten, nun auch hier in Le Mans. Und die Autos haben sich ganz gut gehalten, aber trotz einiger Tests ist doch da sicherlich ein größeres Fragezeichen. Von der Speed her sind sie dabei, aber das ist doch sicherlich ziemlich schwer vorherzusagen, ob die überhaupt in die Distanz kommen werden. Und wie sie am Ende abzuschneiden haben. Im Grunde, das ist ja der Anfang der Kooperation BMW Williams, die im Jahr 2000 gemeinsam in die Formel 1 kommen wollen. Das ist so. Ich meine auch, dass die Entwicklungszeit für dieses ganz neue Auto und diese ganz neue Partnerschaft noch Zeit braucht, noch nicht abgeschlossen ist. Und die 24 Stunden von Le Mans sind schon eine sehr, sehr große Aufgabe für so ein neues Auto. Moretti, über ihn haben wir schon gesprochen. Gian Piero Moretti, der wirklich bisher mit dem Ferrari 333, mit seinen Leistungen, der Leistung seines Teams zufrieden sein kann. In diesem Jahr ein Traumdebüt bei den Speedweeks in Florida. Sieg bei den 24 Stunden von Daytona. Und besonders gut ist das sicherlich für Moretti, Manfred, weil er ja Mitinitiator überhaupt dieses 333 SP Sportwagen ist, nach vielen Jahren Pause von Ferrari, von der Scuderia im Sportprototypen, im Sportwagenbau. So ist es. Er hat Piero Lardi Ferrari praktisch davon überzeugt, dass Ferrari nicht nur Formel 1 machen sollte, dass man auch ein anderes Rennfahrzeug entwickeln sollte. Und das ist der 333. Und der Sieg in Daytona, du hast es gesagt, war eigentlich der Höhepunkt im Rennfahrerleben des Gian-Piero Moretti. Er hat damals spontan gesagt, das war's, ich höre jetzt auf. Aber hier sitzt er halt auch in Le Mans wieder im Cockpit. In Sebring hat er sich jetzt auch schon wieder anders überlegt und auch dort haben sie gewonnen. Also er könnte Manfred das Triple schaffen, den großen Durchmarsch, wenn er auch hier am Ende mit dem roten Renner in Le Mans vorne sein sollte. Also in der Imsa-Rennserie ist er ja lange gefahren und hat er ja auch mit dem deutschen Team lange kooperiert. Ja, er war einer der Partner von Just Racing und auch die haben in Amerika sehr, sehr gut über die Jahre ausgesehen. Moretti ist ein Routinier, ist auch für sein Alter noch erstaunlich schnell und er ist auch ein guter Manager. Wie er sein Team aufbaut, wie er es zusammenhält, das ist ja auch alles heutzutage nicht so einfach. Er hat auch ein gutes Team um sich herum, das heißt gute Fahrerpartner im Cockpit, die natürlich sicherlich ein bisschen schneller sind als der Gentleman aus Italien. Und zwar sind das vor allem Didier Theys, der Belgier, und Mauro Baldi, der Italiener. Daytona, Sebring, vielleicht nun auch Le Mans. Das hat bisher wirklich noch keiner geschafft, den Dreifacherfolg. Das wäre ein Knaller und der Ferrari 333 ist ein Auto, das 24 Stunden gehen kann, das hat es bewiesen. Vom Speed her hier kein Favorit, aber zumindest eben ein fertiges Rennauto, mit dem ein gutes Team sicherlich am Ende unter die ersten 5 oder 6 fahren sollte. Es gilt sicherlich auch dieser dein Satz für den Riley und Scott, weniger für Lafilière Courage. Das Courage-Auto doch vom Speed her deutlich langsamer als die erfahrenen Ferrari 333 SP, die aussortierten Ferrari 333 SP und die schnellen Riley und Scott. Frank Montagny, Führender in der französischen Formel 3-Meisterschaft, er also der Nachwuchsstar, der unter der Obhut, unter der Anleitung von Henri Pescarolo zum Rennprofi entwickeln soll und geführt wird. Ja, der Circuit Bugatti, den kannte ich schon aus den Sprintrennen der Formel 3, der Formel Renault, die er vorher gefahren ist. Aber diese lange Rennstrecke, die er zum ersten Mal gefahren, er hat sich Tipps geholt von Olivier Rouillard. Für so junge Leute ist es natürlich eine große Verantwortung, hier eingesetzt zu werden, bei Nacht und Nebel hier mit 300 Stundenkilometer und mehr zu fahren. Das ist eine schwierige Aufgabe und man hat es dem jungen Fahrer auch angesehen. Also ich glaube, der wird unter einer gewissen Anspannung hier schon stehen. Der McLaren F1 GTR von Thomas Pscher, von Emmanuel Pirro und nicht Frank Wieler, dessen Frau ziemlich krank ist. Wir hoffen, dass die bald gesund wird. Wünschen beste Genesungswünsche hier von Eurosport. Wieler ersetzt von Rinaldo Capello aus Italien. Sie im McLaren BMW
23. im Training. There's no really team orders. Tommy Archer, der in einem der drei Werks Chrysler sitzt und ganz klar dort das einzige Ziel kann nur sein, möglichst weit in der Gesamtwertung vorne zu sein. Und natürlich ganz klar der Klassensieg, und der ist wohl schon ziemlich fest eingeplant. Also Manfred, ähnlich wie in Silverstone, könnte hier auch der neue Chrysler Mercedes Daimler Konzern vielleicht den Gesamtsieg und den Klassensieg holen? Ja, das ist möglich, und gerade dieser Chrysler Viper mittlerweile ist ja ein kugelsicheres Auto für so lange Distanzen. Le Mans, liebe Zuschauer, bei unserer heißen Vorschau auf den absoluten Klassiker, der in diesem Jahr 98 zum 66. Mal ausgetragen ist und den Sie live auf Eurosport werden sehen können. Vom kommenden Samstag morgen bis dem Rennende 14 Uhr Sonntag sind wir nun beim entscheidenden Abschlusstraining am Donnerstagabend. Zwischen 20 und 24 Uhr, Manfred, geht's zur Sache. Und das ist im Grunde jetzt die Zeit aufgrund der niedrigen Temperaturen, in der die absoluten Bestzeiten auf den Asphalt gebrannt werden. Toyota war relativ schnell, hat ja die provisorische Bestzeit gehabt mit Martin Brundle, aber nun müssen sie sicherlich sich auf den Angriff der Konkurrenz gefasst machen. Martin Brundle zunächst mal kann er seine Zeit verbessern auf 3:36.5. Die 29, das Auto von Thierry Boutsen, von Ralf Kellners und Geoff Lees. Auch die können ein bisschen schneller werden. Und da haben wir die 27 im dritten Werk Toyota. Ein Auto mit japanischer Fahrerbesetzung. Es war eine wunderbare Sommernacht hier am letzten Qualifikationstraining. Optimale Bedingungen eigentlich, bis auf die Sicht natürlich, und deshalb spielen die Lampen eine entscheidende Rolle. Diese letzten Testfahrten dienen auch der Justierung dieser Scheinwerfer. Wenn man auf der Strecke die Autos mal beobachtet, unglaublich gleißendes, helles Licht nach vorn, aber natürlich schlecht, wenn man diese Scheinwerfer im Rückspiegel hat. Da haben wir den CLK Le Mans Mercedes mit V8-Motor, der einen traumhaften Klang hat. Und das ist Klaus Ludwig, der durchaus auch am Ende wieder hier oben stehen könnte. Und das Gefühl, in Le Mans erfolgreich zu sein, das kennt er nun. Der Routinier. Bernd Schneider hat die Qualifikationszeit gefahren, und Bernd, der ehemalige ITC-Champion, der GT-Weltmeister, der ist in absoluter Bombenform momentan. Das war eine weltmeisterliche Runde von Bernd Schneider. Und erstaunlich, dass ein Fahrer wie Klaus Ludwig, der ganz ambivalente Gefühle hat gegenüber Le Mans, er liebt dieses Rennen eigentlich nicht, aber er hat es mehrfach gewonnen, eine ganz eigenartige Beziehung. Inzwischen wurde, einer der Hauptgründe, warum er Ende der 80er Jahre aufgehört hat, hier zu starten, wurde die lange Irdier gerade ja durch zwei Schikanen entschärft, also der Sicherheitsstandard sicherlich ein bisschen höher. Wenn er aber auf so einer Strecke, die immer auch ein Anachronismus sein wird, natürlich nie ganz optimal sein kann. Nein, das ist Le Mans nicht. Le Mans ist speziell, ist anders, und vor allen Dingen Le Mans ist sagenhaft schnell. Der Schnitt weit über 200 Kilometer pro Stunde, selbst für die GT2-Autos. Ja, die schnellsten in der GT1-Klasse und bei den Sportprototypen zwischen 225 und 227 Kilometer pro Stunde Schnitt. Das gilt für die Silberpfeil Mercedes und auch für die Werks Porsche. Auch bei den Reifenherstellern ein großer Wettbewerb. 5 Fabrikate treten gegeneinander an. Michelin rüstet 20 der 48 qualifizierten Autos aus. Also für die Truppe von Pascal Vasselon viel, viel Arbeit. 30 Leute sind dann diesem Wochenende beschäftigt, um in der GT-Klasse die Werks Porsche, die Toyota, die Panos auszurüsten. Auch einige Prototypen sind dabei, unter anderem die Autos von BMW und Courage. Die Reifen spielen auch in diesem langen Rennen eine entscheidende Rolle. Und zwar geht es hier nicht nur um die Sprintqualitäten dieser Reifen, sondern auch um etwa ihren Rollwiderstand. Der Rollwiderstand bestimmt die Höchstgeschwindigkeit und auch den Verbrauch. Also hier sind etwas andere Qualitäten auch gefragt als üblicherweise in der Formel 1 oder bei kürzeren Rennen. Ja, und Pascal Vasselon ist lang genug dabei, um zu wissen, dass man auch auf ein Problem von oben aufmerksam sein muss. Gewappnet sein muss. Man muss für alle Witterungsbedingungen den entsprechenden Reifen, die entsprechende Entwicklung schon vorbereitet haben, und das auch man für den entsprechenden Stückzahl. Denn die haben insgesamt 5500 Reifen mit hierher gebracht, Michelin. Und am Ende werden vielleicht 1200, 1300 verwendet werden. Aber es kann ultra heiß werden, es kann hageln, möglicherweise sogar ein bisschen schneien, was es hier auch schon gegeben hat. Also ganz, ganz wichtig, da eine Auswahl an Reifen, vor allem für die Werksteams, dabei zu haben. An den letzten zwei Tagen hatten wir jeweils hier einen heftigen Gewitterschauer, und
und das könnte auch das Rennen am Wochenende würzen. Also wenn es hier so richtig reinregnet in dieses Rennen, dann wird Hektik ausbrechen und wie gesagt, dann werden auch die Regenreifen zum Zuge kommen. Und auch in der Nacht sieht man eine Verbesserung der Panos hier. Das Auto mit der 45 von David Brabham, von Wallace und Jamie Davis. To begin with, the car was, the balance was not quite right, but Andy and Jamie did some work on the car before I got in the first session. And, the car was David Brabham unterstreicht, dass ein Erfolg in Le Mans immer eine Teamanstrengung, eine Mannschaftsleistung sein muss. Das gilt für die drei Fahrer, in diesem Fall Wallace, in diesem Fall Davis und eben David Brabham selbst, wie natürlich auch für die gesamte Mannschaft. David Brabham ist sehr früh zum Panos-Team gestoßen, hat die ganze Entwicklung dieses großen GT-Autos mitgemacht und er gilt dort auch so ein bisschen als der Captain des Teams. Ja, dass er ultra schnell nach wie vor ist, haben wir ja schwer bei der Live-Übertragung hier auf Eurosport vom GT-Rennen Silverstone gesehen. Wobei man sagen muss, dass der Panos in der FIA GT-Weltmeisterschaft ja ohne den Skidblock fährt, der hier überhaupt nicht verwendet wird, Manfred. Ja, also diese Holzplatte unter dem Wagenboden, die das Auto höher stellt und die Aerodynamik und den Abtrieb maßgeblich bestimmt, wie du richtig sagst, ist hier nicht im Einsatz. Die Autos fahren hier in ihrer optimalen Position zur Fahrbahn und mit ihrer optimalen Aerodynamik. Ein paar andere Änderungen gibt es auch noch im Vergleich zur FIA GT Weltmeisterschaft in Le Mans, nämlich ABS und Anti-Schlupfregelung erlaubt. Manfred, der kennt sich hier in Le Mans gut aus. Stefan Johansson. Wieder bei Jöst. Dort vertraut man ja Manfred Jahr für Jahr immer auf eine möglichst gleiche Truppe. Erstaunlich, wie lange zum Beispiel die Top-Techniker, die Top-Mechaniker bei Jöst über die Jahre geblieben sind. Die sind einfach treu. Da herrscht Familiengeist. Nissan. Ganz klar, die wollen unbedingt gewinnen. Manfred, wenn man sieht, mit welchem Aufwand die hierher kommen, die haben fast ein japanisches Dorf hier, ein Fahrerlager gebaut, mit zwei steckigen Containerbogen. Also sie machen einen guten Eindruck in der Art, wie sie sich vorbereitet haben, aber niemand kann es erzwingen. Auf jeden Fall, glaube ich, gehen sie es sehr seriös an. Sie haben hier nicht mitgematcht um die Trainingsbestzeit, aber sie haben sich ganz seriös vorbereitet auf diese lange Distanz. Denn sie wissen, sie haben ein relativ sicheres Auto und auch vom Speed her sind sie soweit nicht weg von den Besten. Nach dem Abschlusstraining auf Startposition 13 das Auto von Andrea Montamini, von Eric Gomas und Jan Lammers. Und das ist eine ganz gute Paarung, Manfred. Die haben alle schon relativ viel Erfahrung und die haben im Grunde nichts mehr zu beweisen. Die haben sich die Hörner bereits abgestoßen. Während bei den anderen Nissan man wirklich ein kleines Fragezeichen machen muss, ob diese Fahrerkombination wirklich dann auch Teamgeist haben, so wie das früher zum Beispiel Derek Bell und Jackie X hatten, oder ob die vielleicht darauf aus sind, selber allein zu brillieren. Ja, es gibt hier regelrechte Legionärstruppen in den Autos und wie du richtig sagst, da besteht natürlich so ein innere gemeinsames Denken nicht so sehr. Da fährt eigentlich jeder für seine Gage und auf seine Rechnung. Ich glaube, dass das gegenüber einem richtig gewachsenen Team, wie es Mercedes hier aufbietet, oder auch die Jöst-Truppe, die letztes Jahr gewonnen hat, dass die da ein bisschen einen Nachteil haben. Bester Courage auf Position 15, dann der C51 von Thierry Tuschina, von Patrice G. und von Frederik Ekblom. Auch das also Fahrer aus verschiedenen Teilen der Welt. Courage allerdings fährt ja immer nur eigentlich hier in Le Mans, mit der Ausnahme von einigen sporadischen Starts in der John Mangoletti Rennserie. Die kennen sich hier auf dieser Strecke wirklich gut aus. Und der Mann, Manfred, der kennt sich hier auch sehr, sehr gut aus. Das ist fast schon sein Heimrennen vor der Haustür. So oft ist er hier gefahren, so tausende von Runden hat er bisher absolviert. Und er sieht es ganz opportunistisch und sagt, na klar, wenn wir einen neuen jungen Mann wie Frank Montagnier dabei haben, dann muss man dem auch das Recht zugestehen, vielleicht den einen oder anderen Fehler zu machen. Der muss noch lernen. Und Henri hat hier mehrfach gewonnen, obwohl er, Stefan, einen giftgrünen Helm trägt. Und das wissen wir beide ja, mit grünen Helmen und Autos ist es so leicht nicht zu gewinnen, wenn man denn abergläubisch sein will.
Aber die Ausnahme, die wenigen Ausnahmen bestätigen ja durchaus die Regel. Der Chrysler Viper mit der 51 bleibt schnellster in der GT2-Klasse, auch am Donnerstagabend am Nachttraining mit Olivier Beretta, mit Pedro Lamy und Tommy Archer. Am Ende 30. Startposition für das Fahrzeug vor den beiden Schwesterautos. Start 14 Uhr zur Hauptaufgabe werden der 48 Fahrzeuge. Die versuchen über die Marathon-Distanz zu kommen, vorbei dann auch am Jahrmarkt. Werden sich viele der Besucher, der etwa 250.000 Fans, die erwartet werden, die hier in Zeltlagern oder sich in Pensionen eingemietet haben, wie auch immer, die also hier dabei sind, unsicherlich ein Riesen-Rennfest, eine tolle Party feiern werden, werden die sich ein bisschen ablösen, zum Beispiel beim Riesenrad oder mal im deutschen Biergarten sich hier in der Maas reinhauen. Da werden die Mechaniker, die Techniker und die Fahrer viel zu tun haben und möglichst jede Minute konzentriert sein. Le Mans hat sich wirklich zu einer ganzen Speedweek hier entwickelt. Es wird ja schon am Mittwoch und Donnerstag trainiert und es waren unglaublich viele Leute hier. Also man hatte fast das Gefühl, das Rennen würde schon laufen. Le Mans ist back, Le Mans ist wieder ganz oben und das spüren auch die Leute. Wir können sicherlich mit einem vollen Haus auch am Wochenende rechnen. André de Cortanze verantwortlich ja schon für die Konstruktion der Peugeot, als die hier gewann, die 905. Nun verantwortlich für das Design des Toyotas, des Werks Toyotas, der in Kooperation mit der Ove Andersson-Mannschaft Toyota Team Europa in Köln gebaut wurde. Und er analysiert ein bisschen, dass ja, die Kinderkrankheiten, die kleineren Probleme, die sie hatten, mal eine lecke Dichtung, mal ein kleines Problem an einem Getriebezahnrad, dass das alles zu erwarten war. Es gab keine großen Schwierigkeiten bisher für die Toyota-Truppe und da klang durchaus ein bisschen mehr als nur vorsichtiger Optimismus durch. Die 35, das Auto von Bernd Schneider, von Klaus Ludwig und Mark Webber. Die versuchen dann auch die Rennabstimmung optimal hinzukriegen. Und ich glaube, Manfred, da ist noch einiges zu erwarten bei unserer Live-Übertragung, denn Norbert Haug hat angekündigt, dass vor allem, was der Benzinverbrauch angeht, mit dem V8, dass man da sehr, sehr gut liegt und sich deswegen sehr bewusst für diesen Motor entschieden hat. Er hat wie alle anderen keine Angaben gemacht, aber ein breites Lächeln hat sich auch auf seinem Gesicht ausgebreitet und es ist ganz offensichtlich, dass Mercedes auch hier besonders gute Karten wohl hat mit dem neu entwickelten 6 Liter V8 Saugmotor. Jean-Marc Gounon hat das auch gesagt, die AMG-Truppe hat einen tollen Job gemacht, das FIA GT-Auto nun weiter zu entwickeln für Le Mans. Und auch der zweite der Werks, CLK, nämlich 36, mit Gounon, mit Bouchy, war sehr, sehr schnell. Porsche, auch hier hat man gestern Abend optimale Zeit schon hingelegt. McNish, Stefan Ortelli, der hervorragend schon in diesem Jahr in die Saison gestartet ist, mit dem Sieg beim Supercup-Rennen in Imola. Und Laurent Aiello, Manfred, der hier kurzfristig noch aufgeboten wurde, im letzten Jahr ja deutscher Supertourenwagen-Champion mit Peugeot, der ist also hier in Le Mans auch dabei. Ich glaube, es ist eine gute Wahl, so kurzfristig dieser Deal eingefädelt wurde. Aiello, hervorragender Fahrer und in allen Sätteln gerecht, sollte eine Verstärkung für Porsche sein. Porsche oder Mercedes-Rennleiter Norbert Haug kann zufrieden sein, denn Bernd Schneider setzt am Ende, Manfred, in einem dramatischen Abschlusstraining die absolute Pole Position mit 3:35.544, eine geradezu sensationelle Zeit. Es war eine weltmeisterliche Runde, denn seine Kollegen im Auto, die sagen, also eigentlich geht im Auto geht nur eine 36er Runde, wie der Bernd das gemacht hat. Das wird wohl sein Geheimnis bleiben. Ja, der ist in Bombenform und war offenbar sehr froh, wieder zurück nach Le Mans zu kommen, die Chance zu haben, bei einem der absoluten Rennsportklassiker im Jahr dabei zu sein. Ja, und die Silberpfeile, die glänzen also in jedem Fall schon mal eindeutig im Training. Das Rennen allerdings dann am 6. 7. Juni, Samstag, Sonntag, ist wieder eine etwas andere Sache. Zumindest die vorläufige erste Zwischenbilanz für Norbert Haug kann nur sehr positiv sein. Ja, und Norbert Haug natürlich auch am Telefon stark gefordert, denn Mercedes fährt ja nun an allen Fronten an diesem Wochenende. Sie fahren Formel 1 in Montreal, sie fahren das 24 Stunden von Le Mans und auch noch das Champ Car Rennen in Detroit. Viele Chancen für Mercedes zu gewinnen, aber natürlich auch zu verlieren. Ein wirklich arbeitsreiches Wochenende für den Rennleiter.
Zwei Bester im Training, dann der eigentlich favorisierte Toyota, also die Bestzeit, die Startposition 1, musste er abgeben an den CLK Le Mans. Damit Startposition 2 für Martin Brundle, für Emmanuel Kolar und Eric Ellery. Und auf Position 3 der zweite, der Silberpfeile, nämlich das Auto von Boulon, von Ricardo Zonta und von Christophe Bouchu. Mercedes hat jetzt schon die Pole Position mit Berns geholt. Ich bin die drittbeste Zeit gefahren. Damit bin ich sehr zufrieden. Obwohl ich kurz aufgehalten wurde durch einen langsamen GT2-Fahrer, der quer vor mir über die Piste gegondelt ist und offenbar den Rückspiegel nicht geschaut hat. Trotzdem sind wir sehr, sehr zufrieden. Denn einer der unsere Wagen vorne und der zweite in Startreihe 2. Ja, das hätte sich, glaube ich, BMW ganz gerne gewünscht. Allerdings sind sie die schnellsten der Prototypen, sechs beste Zeiten nach dem Abschlusstraining und Pierluigi Martini im schnellsten der BMW. Wobei die Pole Position in einem so langen Rennen für den Ausgang letztlich natürlich überhaupt keine Wirkung hat. Aber es ist ein toller Prestigegewinn, wenn am Samstag hier die Einführungsrunde gefahren wird, wo alle Kameras auf die Autos gerichtet sind, dann ist es schön vorne zu stehen. Also ich möchte gerne den italienischen Zuschauern mitteilen, dass wir sehr zufrieden sind mit dem Ergebnis. Wir haben uns einen tollen Kampf geliefert mit der Konkurrenz. Und ich hoffe, dass wir nun auch ein gutes Rennergebnis kriegen für uns und für Bella Italia. Der Ex-Formel-1-Fahrer, also im BMW-Team Raffanelli, einer der Asse, die stechen sollen. Ja, es war eine tolle Runde von Martini im BMW. Das Auto ist so leicht nicht zu fahren, das sieht man, wenn man sogar zuschaut. Er hat sich richtig reingekniet und es war schon toll, dass sie hier die Bestzeit für die Prototypen erzielt haben. Die offenen Prototypen, Manfred, haben ja einen kleineren Tank als die GT1, also 80 statt nur 100 Liter. Das bedeutet, sie müssen versuchen, mit möglichst wenig Flügel zu fahren, um den Verbrauch möglichst gut im Griff zu kriegen. Genauso ist es. Eine ganz effiziente Abstimmung dieses Autos mit geringem Fahrwiderstand und dennoch genügend Abtrieb für schnelle Kurvenfahrten. Das ist hier das Ziel bei diesen Autos, wie du richtig sagst. 80 Liter sind nicht viel Benzin und wir werden mal sehen, wie viele Runden diese Prototypen schaffen gegenüber den GT1, ob sie nicht mehr als zwei Runden, vielleicht weniger schaffen, dann haben sie eine Chance. Gabriel Raffanelli, der Teammanager, verteidigt die Idee, einen offenen Sportprototypen zu bauen. Nun, das muss er jetzt ja wohl auch, wo sie mit dem Williams BMW hier sind. 60 Personen sind engagiert im Team, das früher ja Super Tourenwagenrennen gefahren ist. Klar, und jetzt inzwischen stapeln sie ein bisschen tiefer. Raffanelli spricht nicht mehr vom Gesamtsieg, sondern vom Sieg in der Prototypenklasse und gibt an, 97 sei ein Lernjahr. Gute Piloten haben sie insgesamt, nicht nur Martini, Manfred, sondern auch Johnny Cecotto, Tom Christensen, der letztjährige Sieger, und Joachim Winkler. Für ihn das erste Le Mans. I did here the first lap in Le Mans. You know, it's my first time in Le Mans and I must say I was really impressed. The first lap was a shock. Ja, er gibt es zu, Jochen Winkelhock. Die ersten Runden waren ein Schock für ihn. Er hat ja viel erlebt, aber diese Hochgeschwindigkeitspiste hier, da war er sehr, sehr beeindruckt. Und dann natürlich noch das Fahren bei Nacht. Alles Dinge, auf die man sich erst einstellen muss. Vorne versucht man Manfred an der Schnauze, das Auto als BMW erkennbar zu machen mit einer Niere. Wird ein harter Kampf werden für BMW, glaube ich, da bist du sicherlich einer Meinung, denn die Ferrari sind sicherlich sehr gut aussortiert, die Ryder und Scott sind nicht zu unterschätzen und natürlich allen voran die Joest Porsche. Ja, bei Joest steht wahnsinnig viel Erfahrung dahinter. Dieses Team weiß ganz genau, was zu tun ist hier in diesem Rennen. Nicht von ungefähr hat man schon so oft gewonnen. Ja, bei Toyota nun auch am letzten Fahren auf der Strecke vor dem freien Freitag. Da gibt es nochmal die Möglichkeit für alle nochmal Kraft zu tanken. Da wird also nicht gefahren in Le Mans. Also letzten Runden, wie gesagt, am Donnerstag. Und da hat sowohl die japanische Paarung wie auch die anderen Toyota-Besatzungen versucht, das Auto nochmal in der Rennabstimmung zum letzten Mal auszuprobieren und zu testen. Das gilt natürlich auch
für die Nissan-Truppe, die Manfred im letzten Jahr, geführt von Tom Walker, schon ziemlich gerupft nach Hause gegangen ist und die deswegen in diesem Jahr sich sehr viel vorgenommen hat. Ja, die Nissan wurden von Getriebeproblemen letztes Jahr schwer gebeutelt, da ist nichts gelaufen. Bemerkenswert fand ich noch, dass während des gesamten Trainings hier an zwei Tagen es keine Unfälle gegeben hat. Das spricht für die Qualität dieses Feldes, für die Autos, die Fahrer. Natürlich waren auch die Wetterbedingungen ganz optimal. Wir hoffen natürlich, dass das auch am Wochenende so bleiben wird. Wir haben hier zwei tolle Trainingstage erlebt, die wirklich wert waren, sie anzuschauen und mitzuerleben. Und das Rennen verspricht ja nun allergrößte Spannung. Drei Nissan R390 GT1 also dabei. Komast haben wir gerade gesehen, eher im besten der japanischen Fahrzeuge auf Position 13. Und damit waren sie ein bisschen langsamer als der Panos GT1 R1 mit Brabham Wallace Davis. Aber das ist alles ein bisschen Makulatur, denn natürlich im Rennen selbst wird alles ein bisschen anders aussehen. Da haben wir auch Henri Pescarolo neben dem Auto, selbst wieder mit Rat und Tat beiseite steht, seinen jüngeren Kollegen. Einer, der ja auch durch die Elfilier Rennfahrerschule gegangen ist, ist Jean-Philippe Belloc, inzwischen gestandener Formel 3000 Pilot, also auch er für Courage Competition dabei. Ja, gestern war das Auto nicht sehr komfortabel zu fahren und wir haben relativ viel Vibrationen gehabt, haben nun einen Flügel ein bisschen steiler gestellt, aber das ist natürlich dann die Frage eines guten Kompromisses. Macht das wirklich Sinn? Das Auto ist dann vom Handling vielleicht ein bisschen besser, aber vielleicht wird der Verbrauch höher. Das ist eben genau der Balanceakt, den es gilt für die Techniker vor dem Rennstart am Samstag 14 Uhr in den Griff zu kriegen. Das gilt auch für die Jabouille Bourèche Yes Truppe mit ihrem Ferrari, gefahren von Jean-Christophe Bouillon, dem Ex-Dauber-Piloten und seinen beiden Partnern. Le Mans trotz der beiden Schikanen auf der Inne der Geraden, eine ganz flüssig und rhythmisch zu fahrende Strecke. Alle Kurven mindestens mittelschnell. Und auch die Schikanen, glaube ich, sind ganz gelungen, wenn man sieht, wie sich häufig doch die Autos auf anderen Rennstrecken durch diese Ecken quälen müssen. Didier Theys, der Belgier, spielt die Chancen ein bisschen runter, dass es zum historischen Hattrick kommen könnte nach den Erfolgen in Daytona und in Sebring für den Moretti Ferrari. Das sind ganz andere Rennstrecken, da gelten völlig andere Regeln. Hier müssen wir mit den ultraschnellen GT1-Autos rechnen, weil hier in Le Mans mit einem anderen Reglement gefahren wird. Und die haben uns ja ordentlich zu schaffen gemacht. Ja, die Qualität dieses Feldes hier, die ist natürlich wesentlich höher, als sie in Daytona auch in den Searing gewesen ist. Le Mans 98, wir haben es eingangs gesagt, die beste Besetzung, an die ich mich überhaupt erinnern kann, für ein Rennen dieser Bedeutung. Der Ferrari 333 SP mit der 12, 8 Sekunden hinter dem BMW, aber das ist völlig egal, denn letztendlich wird man im Rennen erst sehen, wie es wirklich aussieht. Eine schnelle Runde, das kann schnell mal einer aus dem Ärmel schütteln, aber es wird über die 24 Stunden Marathon drauf ankommen, möglichst wenig außerplanmäßig zu stoppen, Manfred, möglichst regelmäßig die Runden zu drehen und der Gigantenkampf wird also morgen am Samstag losgehen. Ich hoffe, Sie sind mit dabei. Am 6. Juni um 14 Uhr wird es losgehen. Wir sind schon ab 13.30 Uhr auf Sendung und werden Sie dann immer wieder in Einzeleinblendungen rund um die Uhr informieren. Bis zur Zieldurchfahrt dieser 66. Ausgabe des Klassikers Under Le Sarthe hier auf Eurosport. Bis dahin, bis Samstag, sagen Manfred Jahnke und Stefan Heinrich. Alles Gute und hoffentlich sind Sie bald wieder bei uns dabei. Wir würden uns freuen. Tschüss.